Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum nächsten Until Dawn Let's Play. Ja, Freunde, gestern, verdammte heilige Scheiße, was ist da abgegangen? Das letzte vorproduzierte Video, was ihr jetzt seht, morgen bei der Folge bin ich wieder zurück und ich nehme das alles gerade an einem Stück auf hier, Leute, das ist echt, also meine Nerven, mein Nachbar tut mir leid, wir haben hier gerade jetzt 4 Uhr nachts oder so, es geht nicht mehr. Wir sind jetzt mittlerweile beim neuen Kapitel angekommen. Und es wird immer spannender, brutaler, gruseliger und actionreicher. Und genau hier machen wir jetzt weiter beim neuen Kapitel. Lasst einen Daumen nach oben da, denkt dran, Snapchat abchecken, da seht ihr, wo ich bin und was abgeht. Let's go. Furcht, 6 Stunden bis zum Morgen. Okay. Oh, ich bin wieder Mike. Scheiße. Junge, wer ist das? Gar nicht gut. Nein, gar nicht gut. Gott, da ist der Wolf. Oh, was für ein schöner Wolf, Alter. Bitte guckt ihn euch an. Kylie! Das ist mein Hund. Ich soll mal lieber das Gesicht zeigen von diesem Typen da. Irgendwelche grauen Haare. Gesehen, bitte nicht. Ach, das? Aber wer ist das denn da? Einer sieht echt aus wie Nathan Drake, ne? Schau das mal genauer an. Wer mit seinem Tanktop hier, ey. Ist dem nicht kalt? Jetzt geht's los, Freunde. Neues Kapitel, Furcht. Das Kapitel hört sich nicht vielversprechend an. Boah. Also ich muss sagen, 3 Stunden das Spiel am Stück aufnehmen gefühlt, das ist echt... Also mein Herz macht das nicht mit. Das ist schon echt... Boah. Feeling pur, Leute. Feeling pur. Da muss doch bestimmt irgendwo was liegen draußen. Ne? Was ist das denn hier? Irgendeine Klinik oder was ist das für ein Gebäude hier? Auf jeden Fall liegt hier nichts, was wir einsammeln können. Ich bin dann irgendwie kacke, dass wir nicht sprinten können. Weil manchmal läuft der schnell, manchmal läuft der langsam. Guck mal, jetzt läuft der wieder schnell. Ich drücke nichts anderes als vorhin. Kann ich mich mal länger in die Richtung halten? Ja, guck, ich habe gewusst, hier draußen liegt safe irgendwo ein Totem, ne? Müssen wir gleich gucken, ob wir schon bisher alle eingesammelt haben, die wir auf dem Weg finden konnten, möglich sind. Ach, Digga, ich kann kein Deutsch mehr. Was ist das denn, Alter? Junge, das ist... Es ist irgendwie nach einer Zeit ist das echt nervig geworden mit diesem scheiß Schlitz finden, ne? Ich hab schon den FIFA meine... Okay, sie war anscheinend... Die wollte ja ein Bad nehmen, ne? Und dann hat irgendeiner... Ist da von der Treppe gekommen und war eine Gefahr. Okay. Wenn wir gerne wissen, lass mal kurz gucken, wie viele Totems wir bisher haben. Oh mein Gott, wir haben eins übersehen anscheinend. Zwei übersehen. Wir haben hier eins übersehen. Wir haben hier eins übersehen. Scheiße. Schade. Oder kann sein, dass wir die noch finden. Ich weiß es nicht. Aber ja. Ich versuche natürlich so gut es geht, alles zu finden. Aber wenn ich mal irgendwas nicht finde von diesen Totems, seid mir da bitte nicht übel. Safe ist niemals jetzt die Eingangstür offen. Das wäre absolut unrealistisch. Niemals. Ja, natürlich, Bruder. Hereinspaziert. Jeder ist willkommen. Assalamu alaikum. Chapelle. Ach, das ist eine Kapelle. Scheiße. Oh mein Gott. Oh, was zum? Ich könnte die Tiere aber nicht töten. Niemals, Digga. Niemals. Die Hunde müssten das doch schon längst riechen und den hören, ne? Brauchen irgend so eine... Was war denn hier los? Oh mein Gott, das ist Wahnsinn. Ich muss jetzt erstmal hier umsuchen, umgucken. Aber schon komisch, Alter. Also, der Mike hat doch die Dings gesehen. Die Jess.
Und jeder normale Mensch sieht doch, dass das nicht von einem Mensch kam, was ihr da angetan wurde. Das sieht man doch sofort, oder? Fandet ihr nicht? Man hat doch gesehen, die hatte voll die Kratzer gehabt. Oder es sei denn, klar, die Wölfe könnten es gewesen sein, so wenn man jetzt so denkt, aber... Dann denke ich mir, hä, warum sollten die Wölfe so aggressiv sein und die so zerfleischen? So? Und wer hat sie da so weggezogen? Das kann ja auch keiner von denen gewesen sein. Dann müssen wir uns mal alles durchlesen, damit wir die ganze Geschichte hier auch richtig verstehen, weil das ist wichtig. Rettung der Bergarbeiter. Sie haben alle rausgeworfen? Dass die Rettung der Bergarbeiter morgens abgeschlossen werden soll. Da die Zahl der überlebenden Bergarbeiter unbekannt ist, bereiten sie alle Betten auf Station A vor. Die Presse wird morgen vor Ort sein. Sie muss Zeuge werden, dass sie den Bergarbeitern die bestmögliche Behandlung angedeihen lassen. Beachten Sie, dass den Besuchern von der Presse der Zutritt zur Psychiatrie untersagt ist. Nichtbeachtung dieser Anweisung würde sich schlecht auf Mr. Brack und das gesamte Sanatorium auswirken und hat eine fristlose Kündigung zur Folge. Okay. Merkwürdig, was hier abgeht. Das, wisst ihr, woran mich das erinnert? Seid mal ehrlich, es gibt voll die Outlast-Vibes, oder? Diese Psychiatrie, wo wir auch drin waren und so, diese Farben, dieses leichte Grün. Fehlt nur noch dieses Nachtsichtgerät, ne? Das Blackwood Pines Sanatorium eröffnet 1922. Mens sana in corpore sano. Asikter git amanakodum, Alter. Admin, Alter. Was für Admin? Ist jetzt noch Modzimmer hier? Guten Abend. Einmal die Faustweise, bitte. Was ist das denn hier, Junge? Alles geräumt. Hier ist richtige Psychoanstalt. Boah, was hier für Leute unterwegs sein mussten, ne? Alle psychisch gekränkt wurden. Wow. Da wollte aber jemand unbedingt reinschauen. Aha. Ja, und der macht das mit einer Hand und der andere hat es nicht hinbekommen. Bin mal gespannt, was das hier ist. Hinweis entdeckt. Stechuhrkarten. Ein Stapel von 30 Stechuhrkarten aus der Mine eingeschlossen in einem Safe. Das bedeutet, dass 30 Bergarbeiter in der Mine eingesperrt waren. Alter. Oh Gott. Scheiße, ist das krass. Das ist heftig, Leute. Das ist krass. Okay, aber noch eine Schreibmaschine. Gott, Junge, ich habe Angst, dass gleich irgendwas hier um die Ecke rausspringt oder so, ne? Aber jetzt ist es zum Glück so ein bisschen heller. Deswegen, ich hoffe nicht, dass irgendwas jetzt passiert. Ja, es gibt mir so Outlast-Vibes. Hilfe, was ist das denn hier? Eine Kamera? Hinweis entdeckt. Kaputte Kamera. Die Linse dieser Kamera ist zertrümmert. Sieht aus, hätte das jemand mit Absicht gemacht. Okay, weiter geht's. Wir müssen jetzt hier gucken, was hier abgeht, warum das hier alles so verlassen ist, was hier passiert ist. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Mein Gott, Digga, ey, das ist doch nicht normal, wirklich, das ist... Ey, damit habe ich jetzt null gerechnet, das hat mich gerade so ge... Ist das krank, Digga, wir sind überall noch so Puppen und Babys, Digga, das ist gerade echt zu viel, ne, für meine Psyche, ich hasse sowas. Deswegen war Outlast so schlimm für mich mit diesen ganzen Puppen und so eine Scheiße hier. Was ist denn das jetzt hier? Für meinen lieben Jefferson, wir haben alle Zeit der Welt, ja, Jefferson for fun, Alter. Damals Ex-Schalke-Spieler. Kennt ihr den noch? Jefferson Verfahren? Der war echt krass. Der hat 5 Sterne Skills gehabt damals. FIFA 06. Alter, wie lange ist das her? FIFA 09 oder so? Jefferson Verfahren, ey. Jetzt kommt ein Zeitungsartikel, Leute. Verschwörung am Blackwood Mountain. Angegriffen und anschließend ins Krankenhaus eingewiesen. Chuck Bernstein, leitender Nachrichtenreporter, wollte den Bergarbeiter interviewen, die am Dienstag unter dramatischen Umständen gerettet wurden. Die Männer waren unter Tage für 3 Wochen eingesperrt, nachdem Befestigungen in der Northwest Mine im Dezember zusammengebrochen waren und werden jetzt wegen Unterernährung und Traumata im Blackwood Sanatorium behandelt. Jefferson Bragg, der Alleineigentümer der Northwest Mining Kommentierung des Blackwood Sanatoriums, erklärte dem Bugle gestern, der Vorfall sei bedauernswert und eine umfangreiche interne Nachforschung wird durchgeführt. Weiterhin behauptete er, dass Bernstein ohne Erlaubnis das Sanatoriumsgelände betreten hatte. Es wird angenommen, dass der tätliche Angriff aufgrund eines Streits um Bernsteins Kamera entstand, die kurz davor konfisziert worden war. Ja. Weil der Sachen wahrscheinlich gesehen hat, die kein anderer gesehen hat. Ach du Scheiße, ey. Hier müssen wir uns echt genau umsehen, Leute. Hier dürfen wir nichts übersehen. Hier gibt es so viele Wege. Guck mal, da hinten geht es auch noch weiter. Junge, Junge. Oder ist das hier ein...
Rundlauf? Ist das hier ein Kreis? Das ist jetzt die Frage, oder? Oh, diese Scheiße hat mich gerade so erschrocken. Das reicht jetzt, Alter. Haben die gut gemacht, Alter. Dieser kleine Zwischenerschrecker zwischendrin, Alter. Da haben die mich halt gut hops genommen mit der Scheiße. Okay, hier, jetzt kommt wieder irgendwas aus der Ecke gesprungen. Ja, hallo, ich bin Ernesto Valverde. Eierleck. Ist hier was drin? Geht's da rein? Ja, geht's nicht rein. Was ist immer so ein Gefühl in mir, dass jetzt gleich was passiert, ne? Immer wieder, immer und immer wieder. Medizinischer Bericht Bergarbeiter. Behandeln da NF Bowen. Medizinischer Bericht. Bericht betreffend Ausgangszustand der 12 Bergarbeiter nach dem Einsturz der Mine. Rettung in Blackwood Pines. Aufnahme. Bei Aufnahme der 12 Patienten in die medizinische Einrichtung des Sanatoriums hatten wir angenommen, die Männer seien völlig ausgemergelt, erschöpft und verwirrt. Jedoch machen die Bergarbeiter einen überzeugenden, relativ gesunden Eindruck, der sich auf ihre offensichtlichen Fund von Notrationen in der Mine zurückführen lässt. Wie prognostiziert, wiesen einige der älteren Männer eine gehemmte Atemfunktion sowie Symptome einer Lungenentzündung auf. Auf psychologischer Ebene war der Wiedereinliegerungsschock für einige Gruppen, die nach der 23-tägigen Isolation schwierig zu bewältigen. Auch wenn ihr äußerlicher Gesundheitszustand besser als erwartet ist, besteht eine Beeinträchtigung aufgrund der Gefangenschaft in der Mine. Behandlung. Aufgrund der labilen Verfassung einiger der Patienten haben wir Flügel A des Sanatoriums abgeriegelt. Es werden sobald wie möglich psychologische Analysen durchgeführt. Die Männer mit Atemschwierigkeiten wurden einer Bronchoskopie unterzogen und erhalten eine Behandlung mit Steropapipin. Die restlichen Patienten stehen rund um die Uhr unter strikter Beobachtung. Unterzeichnet Dr. Nicholas Henry Fosbone. Was ein Name, Alter. Ich finde das alles voll interessant, Leute. Deswegen lese ich mir das auch gerne durch. Und man versteht dann auch automatisch mehr als damals. Weil damals habe ich mir das, glaube ich, nicht so intensiv durchgelesen. Einer dieser Typen wollte mich beißen. Das werde ich Dr. Bone melden. Alter. So als kleine Geheimnotiz hinten drauf. Jetzt nochmal hier so. Einer dieser Typen wollte mich beißen. Oh mein Gott. Die Anspannung ist groß. Die Anspannung, Potter, ist groß. Oh, Junge, diese. Wir brauchen irgendeine Schlüsselkarte auf jeden Fall, ne? Das ist doch eine Falle hier. Was ist das? Da ist die Taube! Die Krähe. Kurr. Hä? Oh mein Gott, was macht diese Axt da, Alter? Oh, Scheiße. Krass. Hast du mal? Tschüss, was ist das für ein Ding? Wo kommt das? Ey, ich hab irgendwas gerade gehört hier. Ich krieg hier wirklich immer, wenn ich solche Let's Plays aufnehme, ich krieg Paranoia, ne? Egal, jetzt wüsste ich, ich habe schon mal eine Machete. Mit einer Machete wäre ich ehrlicherweise jetzt... Boah, Junge, das gibt mir so Outlast-Vibes, bitte. Ich sag's noch 120.000 Mal, das ist mir scheißegal, Leute. Boah, stell mal vor, ihr seid in so einem Zustand, dass ihr in so einer Psychiatrie musst, Alter. In sowas wie hier. Das sieht schon so richtig gruselig aus, auch wenn es jetzt hier gerade alles hier so... Oh mein Gott, Digga, bitte nicht. Haltet euch zurück, leckt meine Eier, oh mein Gott. Kakerlaken, das ist der elektrische Stuhl, da war doch Lincoln Burrows drauf. Ein Stuhl mit Lederriemen, um Patienten zu fixieren. Es befindet sich Blut drauf. Sieht aus, hätte man ihn in ein seltsames Experiment verwendet. Ja. Was war denn hier los? Das, hier sollte Lincoln Burrows getötet werden, Leute. Aber dann ist der Strom ausgefallen. Die Insider wissen, was ich meine. Alter. Die kranken Schweine haben wohl gern zugesehen. Der hat schon die Hose geblutet, Alter. Oder hat Durchfall gehabt, ich weiß nicht. Kranken Schweine, die haben zugesehen, ey. Junge, Junge, Junge. Also, seid mal ehrlich, Chat. Schreibt mal rein, wie würdet ihr reagieren, wenn ihr alleine jetzt in so einer Psychiatrie hier wärt? Man kann doch gar nicht mehr, oder? Sowas wie hier. Ich würde mich, glaube ich, irgendwo verstecken. Sage ich euch ehrlich. Ich würde mich, glaube ich, irgendwo verstecken. Ich würde die Nacht durchmachen, würde mich keinen Zentimeter bewegen und wenn es dann hell wird, würde ich hier abhauen. Nicht im Dunkeln. Und im Hellen würde ich hier abhauen und mein Leben würde ich rennen. Oh, ich habe das Totem gar nicht gesehen hier, Alter. Das war ja voll versteckt. Ich war gerade blind gewesen, Leute.
Hoffentlich ist heute mal eine bisschen chilligere Folge. Die gestrige und vorgestrige, das war zu viel für meine Nerven, Alter. Bitte, bitte. Ich versuche die Folge natürlich so lange wie möglich immer zu halten, ne? Denk dran. Alter, das geht mir so auf den Sack. Dafür gehen auch immer gefühlt 30, 40 Sekunden drauf, Alter. Aha. Ich war noch da, ja. Alter, was? Der wollte sich selber umbringen, der Chris? Was passiert denn hier noch, dass es so weit kommt? Und ich kann mich an so viele Dinge gar nicht mehr erinnern, ne? Also wirklich. Ich weiß noch so ein bisschen, dass wir in so einer Psychiatrie waren, ne? Aber alles nur so halb. Alter. Das ist. Was könnte. Wie viele Tage werden sie uns hier festhalten? Wer würde denn. Boah, die wurden hier festgehalten, nachdem die merkwürdige Symptome hatten, nachdem die alle aus der Mine zurückgekommen sind. Nein. Digga, ich würde mich lieber vom Wolf beißen lassen, als ihn zu töten, Chat. Oder wie, warte mal, wie würde ich reagieren? Guck mal, ich liebe Tiere, ich liebe Hunde und sowas. Aber wenn mich so ein Wolf angreift, der will mich töten, dann muss ich ihn töten eigentlich, ne? Jetzt mal beiseite, ne? Dieses Tierliebe, was ich in mir habe. Damit beiseite. Wenn es dir um Leben und Tod geht, dann musst du dich ja wehren und irgendwie versuchen zu überleben. Ne? Macht ja irgendwie Sinn. Hey, na das wird ja hier immer besser. Rattenparty ist hier, Alter. Hä? Was ist das für ein Sound? Was ist das für ein Sound? Waren wir hier schon gewesen? Nee, ne? Ein Hinweis. Das ist voll interessant, die Story. Liest mal alle mit. Auch die, die das zum ersten Mal sehen. Für euch ist das gerade wirklich das Geilste, was ihr seit langem gesehen habt. Glaubt mir, das Play ist brutal. Reporter, sofort einmal Reporter und andere Schnüffler müssen um jeden Preis ferngehalten werden. Telegram, Statusbericht. 12 Überlebende in Sanatorium eingewiesen. Keine wollen in diesem Paradies. Zeichen mentaler Traumata, eventuell Festsetzung nötig. Lokale Presse hat Blut geleckt, wird zum Problem. Bitte Anweisungen. Junge. Was ist hier noch vorgefallen, ey? Das würde mich, glaube ich, sag euch ehrlich, dahinter würde ich mich verstecken. Da wäre mein Platz, hinter diesem Ding. Da würde ich jetzt chillen und... Oder würde ich versuchen abzauen, ich weiß es nicht, ey. Ja, ich würde mich irgendwo verstecken, unter das Bett oder so. Dieser Wolf ist hier lange. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was da jetzt kommt oder so. Ich weiß es nicht mehr. Waren wir doch gerade gewesen, ne? Mit dem elektrischen Stuhl, das war auf der anderen Seite da. Digga. Was ist das denn da? Ist das eine Hand oder bin ich dumm? Was ist denn das für eine Scheiße? Ah, verfluchte Scheiße. Völlig krank. Aber irgendwas steht da dran, ne? Wow, wow, wow. Mit dem Zeug füttert er sie? Oder was ist das? Warte. Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Oh nein. Ach du Scheiße. Du musst den Finger abschneiden. Digga, du musst das machen. Scheiße. Oh mein Gott. Du musst den Finger amputieren, Digga. Du musst den Finger amputieren. Oh mein Gott. 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 Das kann ich nicht sehen. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schmetterlingseffekt, Alter. Zu welchem Preis? Mike hat sich die Finger abgehackt. Ja, was hätten wir denn sonst machen sollen?
Scheiße. Status-Update. Oh mein Gott. Oh, ich würde mir denken, ich kann nie wieder FIFA zocken, ey. Scheiße. Mane, Mu und Mac. Und jetzt bist du ganz schnell weg. Weg bist du noch lange nicht. Wo zum Teufel geht's lang? Okay. Scheiße, Leute, Mann. Ey, krass, dass ich sowas nicht mehr wusste, ne? Aber ich sag euch ehrlich, der hat doch richtig dumm an diese. Ich würde diese Hand gar nicht berühren. Ich hätte das so und dann abgenommen irgendwie. Aber. Boah, das war schon echt eine krasse Falle, Mann. Scheiße, das ärgert mich jetzt. Aber ich dachte, da ist ein Zettel, das ist irgendwas Wichtiges und. Ah, ist auch wieder dumm reagiert von mir, Alter. Mann, ärgert mich das jetzt. Ah, was ist das? Na, Plapper Maul, wie läuft's? Alles klar. Alter, was ist das für ein entstellter menschlicher Kopf eingelegt im Formalyt? Oder guckt euch mal diesen Kopf an, ey, bitte. Das ist ehrlich krank. Ekelhaft. Schon wieder irgendein Geräusch. Hört ihr das? Ey, ich komm wieder in irgendeine Falle hier, ey. Ich seh schon, komm, was ist das hier alles? Mein Gott, was ist das denn? Eine Vogelscheuche wieder, oder was ist das? Oh, Scheiße, ist das krank. Alter. Ah, ekelhaft. Warte. Das ist die Schlüsselkarte, die wir benötigen. Okay, sehen wir mal. Junge, wie das ekelhaft, wie das aussieht, ne? Da liegt ja überall irgendwas drin, ne? Ich könnte sowas niemals so einen Job machen, ne? Leichenkammer und sowas. Sowas könnte ich nicht. Wirklich Respekt an diese Menschen, die solche Jobs machen. Die haben meinen vollsten Respekt, Alter. Die verdienen auch viel mehr Geld, als sie verdienen, sag ich dir ehrlich, ey. Name der verstorbenen Person, Sarah Smith. Ich bestätige hiermit, dass ich mich um die Verstorbenen zuletzt vom 8. März 51 bis 52 gekümmert und zuletzt am 24. Februar lebendig gesendet habe. Ursache, schwere Fleischwunden am Unterleib, Intragaber, Deminia, Verletzungen, hoher Blutverlust. Wenn der Tod durch externe Ursachen herbeigeführt wurde, Gewalt, bitte das Folgende ausfüllen. Unfall, Selbstmord oder Mord? Mord. Harte Verletzung, Fleischwunde durch scharfes Werkzeug, womöglich Fingernägel. Zusätzliche Anmerkung, bitte das Feld auf der Rückseite weitere relevante Informationen ausfüllen. Zusätzliche Anmerkung, die Leiche wurde erst 6 bis 8 Stunden nach Eintritt des Todes gefunden. Teile der Gedärme und Nieren wurden anscheinend vom Angreifer gegessen. Alter. Bruder, hier ist ja wirklich Outlast sein Urgroßvater passiert, Leute, ne? Krank, 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 was hier in dieser Teufelsklinik abgeht. Das ist das, was wir benötigt haben, oder? Da ist wieder eine Falle jetzt. Name Nicholas Bone. Etikett 4. Beschreibung: Angriff durch Insassen. Tödliche Fleischwunden am Hals. Ja, warum ist der nicht mehr hier drin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Scheiße, einfach Finger abgeschnitten. Hätte man das irgendwie auch. Hätte man da auch irgendwie vorbeigehen können, Leute? Junge, der bewegt sich ja in Zeitlupe, der Typ. Aber ich find's gerade voll spannend in dieser Klinik irgendwie, ne? Findet ihr nicht auch? Man ist so voll. Man will so neue Sachen erfahren, was hier abgegangen ist, was hier passiert ist. In diesem Irrenhaus hier. Richtige Outlast-Dinger hier, ne? Ich sag's zum 100. Mal. Macht mal einen Zähler, wie oft ich gesagt habe, dass es mir Outlast-Vibes gibt, Chat. Macht mal einen Counter rein hier. Er sagt mir, wir müssen jetzt hier ducken und hier kriechen oder so. Das ist für die Hunde, guck mal da. Das ist ein Leckerli oder so, ein Napf. Ne, keine Ahnung. Da. Oh mein Gott, ich hab's gewusst, Digga. Ich hab's gewusst, Digga. Ich sag's grad noch. Ey, Bruder, bitte beruhig den Hund. Ich will ja nicht den Wolf töten. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken gerade. Okay.
Was? Was ist das für ein kranker Typ da? Okay. Rede doch mit mir. Boah, ich habe mich gerade so erschrocken, ne? Und ich sag gerade noch, das sah so aus, ob das für ein Hund wäre. So ein kleiner Unterschlupf mit Fressnapf und so. Und dann ist da wirklich der Hund drin gewesen, ne? Wahnsinn, ich wusste das nicht mehr von früher. Dann war da einfach der Hund drin, ey. Ich habe mich so erschrocken. Hilfe. Hilfe, habe ich mich gerade erschrocken. Boah, erstmal kurz klarkommen, Leute, ne? Junge, springt jetzt 5 Meter. Springt da gefühlt 5 Meter runter. Okay. Wieder hier. Ja, und jetzt können wir aber 100% in diese Kapelle da rein. Ja, weil wir diesen Security Pass haben. Aber wo ist der andere Hund, ist die Frage. Wo ist der andere Hund? Der macht die Tür auf wie so ein Idiot, Alter. Nein, 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 nein. Nein, nein, schlag den Hund nicht. Beruhig dich. Immer ruhig bleiben. Bleib ruhig. Okay. Ich würde den nicht einfach schlagen, Alter. Wenn er mich angreifen würde, okay. Was ist denn jetzt passiert hier? Aktualisiert. Was passiert? Der beste Freund des Menschen. Boah, Gänsehaut. Mein Hund ist auch mein bester Freund. Mike hat den Wolf nicht getreten. Niemals hätte ich den getreten, Alter. Ich habe mich voll erschrocken. Aber erst, wenn er auf mich zugesprungen wäre, dann hätte ich was gemacht. Aber der hat ja nur gebellt. Kaspar. Ruhig. Ja, hey, Kaspar. Platz. Hm. Wo ist jetzt der Hund? Hey, kann ich den streicheln? Hey, mein Süßer. Annähern. Streichel ihn. Braver Junge. Genau. Oh Gott, nein, nein, nein. Hey. Ruhig. Platz. Ja, guter Junge, ja. Na, Kleiner? Hey. Gefällt dir das? Ja? Nicht beißen. Streicheleinheiten mag doch jeder, was? Ja. Schön. Der beste Freund des Menschen, merkt euch das. Das trifft's gut auf den Punkt. Voll süß, der Hund, ne? Seid mal ehrlich. Mega, mega süß war der Hund. Oder ist die Jacke von dem Typen, Alter? So, was haben wir denn hier? Was ist denn? Oh, der Knarre ist da hinten. Der nimmt sich einfach die Jacke, zieht die Jacke an. Da sieht man, Jack Daniels Cola liegt hier auch noch, Alter. Komm schon! Komm schon! Zieh das Ding einfach ein bisschen näher. Ja klar, Bruder. Der macht perfekte Rampe dadurch. Sind da auch Kugeln drin oder so? Irgendwas? Oder gar nichts? Kann man jetzt zielen? Jetzt fühle ich mich schon sicherer. Jetzt haben wir eine Waffe in-game. Das heißt, ich fühle mich auch sicherer. Oh, ich war kurz davor, den Hund zu treten. Ne, aus Reflex. Ich habe mich so erschrocken. Der Typ schläft hier anscheinend. Was für ein Freak. Alter, Hinweis entdeckt. Ausschnitte. Eine Karte des Bergs mit Sichtungen in kürzlichen Fällen verschollener Personen mit Daten sieht aus wie das Werk eines Besessenen. Oder es sind vielleicht Hinweise auf jemanden, wenn jemand hier auf der Jagd ist oder was weiß ich was, der Typ, der hier wohnt oder so. Ich weiß ja nicht, wer das da war, dieser eine, dem die Hunde gehören. Der ist ja die ganze Zeit abgehauen. Ist irgendein Schloss auf jeden Fall. Bevor ich da aber reingehe. Aber wisst ihr, wie laut das sein muss? Dieser Sound gerade müsste eigentlich voll Tinnitus haben, so dieses Ding im Ohr. Er raucht also. Ja, und wir haben letztens auch diese Zigarre entdeckt. Wisst ihr noch, in dem Flur? Ein Zigarrenkasten aus Holz, ist nur eine Zigarre übrig. Das Markenetikett ist sehr auffällig. Mhm. Seht ihr? Das heißt, er war das, der in dieser Mine da war. So 1 Million%, Leute. 100%. Oh, Knochen für die Hunde. Vielleicht kann ich so ja die Wölfe besänftigen. Oh. Ja, aber da ist ja nur ein Wolf da. Wo ist eine andere? Und
Der hält hier Wache, der Süße, hä? Ja, voll süß, oder? Guck mal, der wartet und guckt. Oh, ist das süß. Hey. Na? Ja, genau. Ja. Ganz brav. Ruhig. Soll er mit dem Knochen da spielen, ey. Das ist die Kapelle, wo wir jetzt drin sind, Leute. Wir haben hier hinten das Schloss aufgeschossen. Da müssen wir gleich auf jeden Fall auch rein. Aber wir gucken mal, was hier links hier ist. Vielleicht ist hier auch noch irgendwas. Wie gesagt, diese Totems, die sind an den unwahrscheinlichsten Ecken auch immer versteckt teilweise, wo man gar nicht denkt, dass da irgendwas ist. Deswegen bleiben wir jetzt hier mal auf der Spur und gehen hier mal weiter. Warte mal, weiter. Nein, ich habe gar keinen Bock, wenn ich schon denke, ihr sagt mir, ihr spielt Silent Hill 2, Alter. Hört auf damit. Das wird noch schlimmer sein, ey. Ich will nicht nur noch hier Horrorspiele auf viel Gaming bringen. Ich will auch mal Spiele bringen, wo ich hier mich nicht erschrecke. Dieses Spiel ist doch krank hier, Alter. Heute ist zum Glück mal eine bisschen entspanntere Folge. Ich versuche auf jeden Fall heute noch in dieser Folge das komplette Kapitel, also nicht das komplette Kapitel, aber hier wenigstens diese Passage, bis es wechselt, zu beenden. Ich weiß nicht, wann es passieren wird. Aber wir machen es. Egal, ob es jetzt 40, 45 Minuten geht. Dann haben wir das hier quasi abgehakt mit Mike. Dann können wir am nächsten Mal, wenn ich wieder da bin, komplett in Action wieder rein. Also, ich hoffe, vielleicht passiert hier noch irgendwas. Ich weiß es nicht, aber ich fand die Folge ist trotzdem interessant. Seid mal ehrlich. Lasst einen Daumen nach oben schon mal da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Die Wundermänner. Die erfolgreiche Rettung aller 12 eingeschlossenen Bergarbeiter beim Unglück vom 5. Januar 52. Junge, die sehen alle aus, Alter. Der dritte von unten, ey. Geil, Alter. Immer finde ich diese Leute auf den alten Fotos, das sieht so komisch aus. Dabei denke ich, guck mal, wie dumm ich bin, ne? Ich dachte früher immer, ey, früher gab es eine andere Grafik. Früher sah die Welt anders aus, habe ich gedacht, so. Wirklich auch. Weil man hat so Fotos gesehen, Videos, hat alles einen ganz anderen Vibe irgendwie gehabt. So, und Auflösung und so alles, wenn du auch so Fernseher guckst und so. Aber dann denke ich mir, Alter, die Leute haben genauso gesehen wie jetzt wir. Nur halt auf Fernseher und so Medien sah alles anders aus. Wisst ihr, wie ich das meine? Also war so dummes Kinderdenken von mir. Wo geht's denn jetzt hier noch runter, Alter, in den Keller, ey? Laundry? Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? In irgendeiner Kanalisation, ey? Was ist das denn alles hier? Ich sehe schon, komm, ne? Gleich kommen wir irgendwo raus bei dem Josh, diesem Haus da, wo wir unten im Keller waren mit der Sam. Da führen die Leitungen. Stell mal vor, so ein unterirdischer Gang. Krank, oder? Was geht hier ab? Chapelle? Oh ne, es wird jetzt immer dunkler. Wir haben jetzt kein Licht mehr hier. Oh Gott, irgendwas passiert jetzt. Hundertprozentig. 100%. Guck jetzt. Natürlich. Zu. Ja, nicht auf die Mülltonne hier schießen oder so, ne? Ja, mach doch noch lauter, okay. Du Idiot. Vollidiot. Wie kann man so ein Vollidiot sein, Alter? Ey, ist das ein Vollidiot, Alter? Wahnsinn, oder? Jetzt gerade noch ein bisschen weiter zocken irgendwie. Ich mach gerade voll Bock. Unfassbar, dass Josh tot ist. Unfassbar, wie er starb. Nein, ich meine, was, wenn sie sich irren? Was? Vielleicht hätten wir im Schuppen nachsehen sollen, ob es so war. Ach, keine Ahnung. Es gibt Dinge, die man nicht mehr vergessen kann, wenn man sie einmal gesehen hat. Ja, stimmt. Aber manche Dinge muss man selbst sehen. Ich glaube, was sie sagen. Ja, ich würde denen auch glauben, so schockiert die da war, wie die da waren, oder? Wer würde denn sowas nicht glauben, wenn jemand da rauskommt, so alles mit Blut und so. Also wenn jemand mit sowas Spaß gemacht hätte, ne, dann wirklich, boah, einfach absolut unmensch sowas. Gute. Okay, wieder eine Vorahnung.
Ah, da. Da war gerade was. Ja. Scheiße! Komm schon! Das war Emily auf jeden Fall. Die Stimme, die von Emily gehört. Hundertprozentig. Hundertprozent. Das sieht schon krass aus hier, ne? Diese Aussicht und so alles. Ach, wir sind jetzt hier, wo wir hochgekommen sind an der... Wie nennt man das nochmal? Gondel? Gondel. Dong, 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 dong. Ach, die denken jetzt... Was war jetzt der Plan? Ich weiß gar nicht mehr. Eine Axt. Mir geht's besser mit einer Axt. Ja, welcher Schwanz hat mit der Axt dagegen gehauen? Hast du mal vielleicht so gedacht? Hinweis entdeckt. Axt. Eine Axt, die in der Tür zur Seilbahnstation steckt. Die war vorher ganz sicher nicht da. Ja. Oh, was jetzt? Hier ist zu, Matt. Mit der Axt rein. Brich die Tür auf, oder? Wow, warte kurz. Wenn wir das Ding aufbrechen, wird er uns hören. Irgendeinen besseren Vorschlag? Keine Ahnung. Vielleicht... Da! Was? Ein Fenster. Ach, ganz toll, Matt. Da passt gerade mal mein Lippenstift durch diesen Schlitz. Nein, komm schon. Du passt niemals dadurch, du Schrank. Ich sag dir ehrlich, ich glaube, ich würde hier einfach die Türe aufbrechen. Weil man weiß nicht, was da drin ist. Weil stell mal vor, wir tun sie da rein. Auf einmal wartet da jemand auf sie. Das ist ja meine Freundin. Nee, ich würde die Tür einfach aufbrechen. Okay. Status-Update. Hilfsbereit, tapfer. Schön. Auf geht's. Ich werde hacken und werde... Schluss, mach jetzt! Alter. Junge. Auch verdammt. So gewesen damals? Was ist passiert? Das ist irre. Dai. Das muss gerade passiert sein. Was zum Teufel geht hier vor? Das muss der Kerl sein. Derselbe wie ihr. Wie bei Chris und Ash und Josh. Er weiß, dass das der einzige Rückweg ist. Sag das nicht. Da, die Seilbahn ist ein ganzes Stück draußen. Na das, ich meine, das ist nicht weit, oder? Kannst du springen? Ja, wahrscheinlich. Ich bin gut, Em. Aber nicht so gut. Trotzdem danke. Tja, Matt, komm, wenn du nicht springen kannst, was sollen wir tun? Ich weiß nicht. Gott, alles ist total demoliert. Ich glaube, da wusste einer genau, was er tut. Krank. Ich sag dir ehrlich, das würde ich auch nicht riskieren, Digga. Das ist viel zu riskant. Viel zu riskant. Jemand hat hier... alles auseinandergenommen. So ein Chaos. Das Ding war ja schon vorher eine Bruchbude. Und jetzt? Hat er denn nicht auch eine Kamera hier? Missing. Die. Stirb. Überall steht nur stirb. Da ist ein Funkturm. Da ist so ein Turm. Hey, da! Feuerwachtturm! Ja, Feuerwachtturm. Hey, du Held! Vielleicht sollten wir die Seilbahn in Gang bringen und etwas unternehmen, ha? Huh? Wie denn? Willst du ja irgendwelche Knöpfe drücken? Irgendetwas müssen wir doch tun können! Ja, klar, ich drücke jetzt hier auf den Knopf. Guck jetzt, alles funktioniert sofort wieder, bitte. Nee, man kann ja gar nichts drücken, schade. Toll. Keine Schlüssel, keine Seilbahn. Also, zurück auf Anfang. Was ist mit dem Feuerwachtturm auf der Karte vorhin? Tja, wir könnten es versuchen. Vielleicht gibt's dort ein Funkgerät oder sowas. Ich meine bestimmt, oder? Wahrscheinlich, ja. Matt, wir müssen zu diesem Funkgerät. Zustimmen, wir brauchen das Funkgerät. Widersprechen, gehen wir zurück. Ich würde sagen, wenn wir beide hier unterwegs sind, wir sollten das Funkgerät suchen. Weil, was bringt es jetzt, zurückzugehen? Wir müssen ja irgendwie helfen. Und gemeinsam würde ich da mit ihr nach dem Funkgerät suchen, ja. Hier,
benutzen das Funk... Status-Update. Mal gucken, tapfer. Okay. Gerät und rufen Hilfe. Schmetterlingseffekt auch noch sogar. Derselben Meinung. Matt war für Emilys Plan, zum Turm zu gehen und Hilfe zu holen. Das hat irgendeine Folge danach auch, okay? Schmetterlingseffekt. Fängt sicher das Signal. Wow, wow. Jemand hält sich endlich mal an die Regeln. Status-Update. Junge, Junge, Junge. Geht mir auf den Sack. Welche Regeln? Regel 1, Emily hat immer recht. Klar. Regel 2, alles andere ist egal, denn Emily hat immer recht. Aha. Bitte trenn dich von der, Alter. Wirklich. Die geht mir so auf den Sack, ne? Die hat gleich Ach, Digga. Nervt sowas von. Ja, was willst du jetzt hier angucken? Oh, Moment. Bist du irgendwie dumm? Was geht bei dir, Süße? Ich hole uns hier raus, Mr. Blödbirne. Boah, das geht aber ganz schön weit runter, ne? Das geht echt richtig weit runter da. Oh, oder geht's da noch? Oh. Warum geht die überhaupt vor? Lass mich doch vor Was mit der Axt. Was haben wir hier Schönes? Du kommst mit mir, Baby. Wird das alles schon so spanisch vorkommen, Digga. Da gehst du da runter, da ist doch immer eine Axt. Auf diesem Weg kommen wir hier raus. Das ist so, als ob jemand genau das will, was wir hier machen, so. Oh mein Gott. Viereck. Oh mein Gott. Alles klar? Ja, danke. Weißt du, geh doch vor und beschütz mich. Ich würde mal gerne wissen, wenn man da jetzt nicht gedrückt hätte, wäre sie gestorben? Okay, vorsichtig. Na gut. Oh mein Gott. Das könnte ich nicht, ne? Gleich da. Das könnte ich niemals, Chat. Meine Knie sind ich würde durchdrehen. Runter. Ich hätte lieber mit der Axt diesen Weg hier freigeschlagen. Okay. 100% hätte ich mit der Axt den Weg freigeschlagen. Zum Glück ist das vorbei. Ja, aber echt. Junge, 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 Leute, ey. Das ist schon krass, was die da durchziehen müssen, ey. Das ist so spannend und geil. Ich will gar nicht aufhören zu zocken gerade. Das finde ich richtig cool. Ich will immer wissen, was passiert jetzt, wie geht's weiter. Vor allem, weil ich mich auch fast gar nicht mehr erinnern kann. Das Funkgerät. Das wird es. Aber okay, falls nicht, brauchen wir einen Plan. Vielleicht können wir ja runterklettern. Wo runterklettern? Den Berg. Ist das dein Ernst? Wo ist das Problem, Miss? Wir sind ja nicht in einem Flugzeug. Ist fast dasselbe. Es ist stockdunkel. Hey, vielleicht müssen wir ja gar nicht. Glaubst du, der Psychopath gibt einfach auf und haut ab? Nein. Aber suchen wir uns doch ein Versteck. Oder warten ab. Und bis morgen früh finden wir bestimmt eine Lösung. Wir verstecken uns nicht in der Lodge. Das erwartet er nämlich von uns. Boah, ich würde mich schon irgendwo verstecken, ne? Und zumindest würde ich mit allen zusammenbleiben. Und nicht so wie in diesen Horrorfilmen. Jeder geht seinen Weg. Alle sind getrennt. Das Sanatorium auf der Karte. Schatz, ich glaube, die Bude ist abbruchreif. Die bauen doch so ein Ding wie das nicht auf einem Berg ohne Notfallkontakt zur Außenwelt. Ja, vielleicht hast du recht. Aber ich bin nicht scharf darauf, mich da drin rumzutreiben. Hatten wir nicht eine Vorahnung oder so, dass jetzt gleich diese Stiere kommen? Also Elche, Melche? Bin mir nicht ganz sicher, Leute, aber irgendwas... Irgendeine Vorahnung, warte mal. Das dürfen wir ja nachgucken, aber irgendwas war doch mit diesen Elchen, Melchen und so. Ach du Scheiße. Aber wo war das denn nochmal? Scheiße! 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 Hör mal! Scheiße! 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 Ah, hier, guck hier! Gefahr! Von Mike bei der Washington Lodge. Rote Schmetterlinge warnten vor einer Gefahr. Das sieht mir nämlich hier so aus, oder bin ich blöd, Alter? Das ist doch genau so ein Spot jetzt, Alter, wie bei Titanic. Ja, was liegt? Ich kann mich nicht bewegen. Was steht da? Pass auf, wohin du trittst, Dangerous ja, Matt, Cliff. Wenn ich die Wahl habe, verbringe ich den Abend lieber nicht damit, von einer verschneiten Klippe zu stürzen. Ach, Digga, ich hab mich getäuscht.
Ich hab gedacht, oh, doch nicht. Krass, guck mal. Oh, Matt, was ist das? Gefahrtotem war es auf jeden Fall. Nicht zurückgehen. Ach du Scheiße. Was soll mir denn Gefahrtotem zeigen? Oh yes. Aber meine kleinen Schlawiner, genau das werdet ihr erst in der nächsten Folge sehen. Die gute Sam in der Badewanne. Das seht ihr dann morgen, wenn ich wieder zurück bin bei der nächsten Folge. Und wir sind somit an der Stelle durch. Mit dem Vorproduzieren. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns in alter Frische morgen zurück. Heute könnt ihr alles in die Kommentare schreiben. Ich werde mir morgen alles durchlesen. Es wird geil, Leute. Daumen da lassen, abonnieren. Nächstes Mal werde es raus und ciao.